Nein! Willst du mich verarschen? Nein! Hey Leute, herzlich willkommen zu Neo Mario Galaxy. Gott, die Musik ist viel zu laut. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu diesem Super Mario Galaxy 2 Hack namens Neo Mario Galaxy. Wir werden an dieser Stelle das 2020er Update spielen. Viele kennen es vielleicht schon von 2017, wo es unter anderem auch Hübi schon Let's Played hat. Aber seit dieser 2017er Version hat sich jetzt mit dem 2020er Update einiges geändert. Ja? Und zum Beispiel das hier am Anfang auf diesem Planeten gab es da noch nicht. Wir werden hier oben jetzt Rosalina treffen, die es ja, soweit ich weiß, auf diesem Planeten hier gar nicht gab. In Mario Galaxy 2 hat man ja nicht hier gestartet, aber in Neo Mario Galaxy tun wir das. Willkommen zurück, Mario. Bist du bereit für ein neogalaktisches Abenteuer? Hinter mir ist ein Sternring, mit dem du in eine ferne Galaxie reisen kannst. Möge der Glanz der Sterne für ewig auf dich scheinen. Und hiermit können wir in die erste Galaxie reisen. Ich hoffe, ihr habt Bock hier drauf. Das wird kein ewig langes Projekt. Aber es wird auf jeden Fall cool. Es gibt anscheinend 42 Sterne. Wobei davon, glaube ich, nur 21 normal sind und 21 Grünsterne. Ich bin mir nicht sicher, es soll anscheinend auch Grünsterne geben. Auf der Website steht auf jeden Fall, 42 Sterne gibt's. Also, schauen wir mal, ob wir diese 42 Sterne auch alle holen werden. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann machen wir das auf jeden Fall. Jo, es gibt hier auf jeden Fall richtig coole neue Level. Und die werden wir jetzt gemeinsam einfach mal erkunden, ne? Why not? Und mal schauen, wie skillig ich mich hier anstelle. Aber das läuft ja schon mal ganz gut hier. Oh Gott. Alter. Okay, chillig. Es hätte auch einen Daredevil-Mode gegeben, wo ich nur ein Leben habe. Allerdings habe ich mir gedacht, komm, wir hatten jetzt gerade schon Hara Super Mario Bros. Wii. Da muss ich nicht instant wieder ein ultra schweres Spiel zocken. Deshalb chillen wir hier erstmal wieder ein bisschen in Neo Mario Galaxy und genießen die neuen Galaxien. Der Entwickler heißt Aurum. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall deutsch. Also, falls er das hier sieht, moin, Grüße gehen raus an dich. Das soweit zu dem. Und dann werden wir mal schauen. Ich habe schon länger nicht mehr Mario Galaxy gespielt. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf, weil Mario Galaxy ist einfach ein fantastisches Spiel. Mal schauen, ob wir es in der 3D Collection fürs 35. Mario Jubiläum irgendwie bekommen. Mal schauen, auf der Switch. Das wäre natürlich ziemlich crazy. Aber wie ich Nintendo kenne, packen sie nur den ersten Teil rein und den zweiten nicht. Würde ich denen auf jeden Fall zutrauen, so wie ich die kenne. Ja, naja, wir werden es sehen. Okay, ist der... Jawohl, okay. Der Stern ist hier auf dem Planeten. Alles ganz gechillt hier. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Sterne wir hier pro Part machen werden. Ihr seht auch schon, dass das Ganze hier nicht ganz so krass geschnitten ist wie Hara Super Mario Bros. Wii, weil wir hier einfach nicht das Potenzial dazu haben, die ganze Zeit rumzufailen. Sag ich jetzt. Mal schauen, vielleicht wäre der Daredevil-Mode ja doch was gewesen, aber nee. Ich glaube, wir sind auch gut bedient mit den ganz normalen drei Leben. Denn wir werden ja demnächst ein Livestream-Projekt starten, wo wir auch ein, ja, mehr oder weniger Daredevil-Mode haben. Also, eigentlich ist es ein Daredevil-Mode. Das werdet ihr dann aber nächste Woche sehen. Am Dienstag, ne, am Mittwoch, genau. Also, da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Wunderbar. Die Kometenmünzen sind am Start. Mal schauen. Also, ich rechne damit, dass das ein etwas kürzerer Hack ist. Ich glaube, Hübi hat damals 6 Parts gebraucht. Allerdings hatte er damals auch nur 20 Sterne. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es bei ihm die Grünsterne schon gab. Ich glaube nicht. Also werden wir einfach mal schauen, was sich hier so tun wird, wie viele Sterne wir pro Part schaffen und dadurch ergibt sich dann, wie viele Parts wir im Endeffekt haben. So, suchen müssen wir ja nichts mehr, weil wir haben eigentlich schon die Kometenmünze. Also brauchen wir nur noch den Stern ganz am Ende. Und den bekommen wir von unserer guten alten Freundin, der Dino Piranha. Hallo, my friend. Wie geht's dir? Dachte ich mir schon. Okay. Na dann. Ja, also du bist überhaupt kein Act, weißt du? Du bist überhaupt kein Act.
Ich wollte den Hack hier nämlich eigentlich auf Dolphin spielen, damit wir bessere Grafik am Start haben. Aber irgendwie hat das nicht ganz geklappt. Schade eigentlich. Ich hätte gern bessere Grafik gesehen, aber dann spielen wir es halt auf der originalen Wii, beziehungsweise auf der Wii U spiele ich es. Und haben halt die schlechtere Grafik. Dafür funktioniert auch alles, ja. So. Ist glaube ich, ein guter Kompromiss. Und damit wandert der erste Stern in unsere Tasche. Der Hack ist ja, glaube ich, einer der ersten Hacks gewesen, generell von Mario Galaxy. Einer der ersten größeren Hacks. Ich habe auch vieles gar nicht mehr in Erinnerung. Ja, ich habe vieles gar nicht mehr in Erinnerung, wie das genau abgelaufen ist damals, vor dem 2020er Update. I don't know. Aber schauen wir mal. Luba labert uns gar nicht zu. Das Raumschiff ist instant repariert. Sauber. Also das hat er auf jeden Fall schon mal richtig gut gemacht, dass man hier nicht die ganze Zeit die Tutorials und so bekommt. Das ist also die Galaxienkarte. Zeig einfach mit dem Cursor auf dein gewünschtes Ziel. Bist du bei der entsprechenden Galaxie angelangt, drück A, um sie anzusteuern. Ah, dieses Raumschiff fliegt mit der Energie der Powersterne. Mit unseren jetzigen Energiereserven kommen wir bis hierhin. Um noch weiter zu gelangen, müssen wir noch mehr Powersterne sammeln. Los geht's für die Prinzessin. Ja, aber als erstes gehen wir zurück in die Weltallgarten-Galaxie. Denn dort gibt es noch einen Stern. Und diesen einen Stern würde ich eigentlich schon noch gerne haben. Silbersterne in sausigen Höhen. Sausig, meine Freunde. Ist ja ziemlich sausig. Ach du Kacke, was ist das denn? Ui, das sieht ja höchst brisant aus hier. Naja, dann schauen wir mal, was sich hier mit Wolken Mario so tut. Ich bin ja immer wieder erstaunt von den Leuten, die Spiele von Nintendo hacken. Ich finde das immer wieder eine richtig coole Sache, weil es ist einfach cool, wisst ihr? Es ist einfach cool. Oh, ja, okay. Oh, das war schon Klaus. Da wäre ich fast down gegangen. Okay. Oh, okay. Ganz gechillt, nehmen wir die Plattform und sparen uns zwei Wolken. Alles klar. Gleicher Weg wie vorher. Nur eine andere Herangehensweise. Dann schauen wir mal, was sich hier bei diesem komischen Aufwind tut. Uiuiui. Alles klar. Einfach ganz gechillt hier. Oh, rüber. Leitet uns der Wind hier komplett durch? Ganz gechillt. Tatsache. Der Wind leitet uns hier wirklich ganz gechillt durch. Das ist ja cool gemacht. Okay. Dann düsen wir weiter nach oben. Aber, oh Gott, die Viecher. Ai. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Oh, oh Gott. Oh, jetzt hätte ich es fast übersehen, dass ich eine neue Wolke brauche. Okay. Weiter nach oben, bitte. Mhm. Ach du Scheiße. What the hell? Das war mehr Glück als Verstand. Einfach nach oben. Bitte nicht sterben. Alter, der wäre jetzt fast zerquetscht worden, ne? Crazy. Und jetzt kommen wir auch schon weiter. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass irgendwo eine Kometenmünze versteckt ist. Das wäre ein bisschen bitter. Oder haben wir sie schon übersehen? Achso, nee, warte. Kometenmünze, wir sind ja noch in der ersten Galaxie. Ja, 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 ja. Kometenmünzen gibt es ja immer nur im ersten Stern. Ja, ja, habe ich schon wieder vergessen. Und was ist das für eine Musik? Ist die Original oder ist das ein Remix? Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Das hört sich irgendwie so Remix-mäßig an. Okay, das wurde auf jeden Fall geändert. So war das im Original nicht. Das weiß ich. Oh Gott. Alter, die Silbersterne, die haben es aber schon drauf. Würde ich jetzt mal behaupten. Okay, crazy. Da haben wir den zweiten. Wir haben auch tatsächlich gar keine Wolke mehr. Das heißt, dass wir hier extrem aufpassen müssen. Ging es da auch rüber? Nein. Alter. Da ging es aber rüber. Ja, okay. Da ging es rüber auf die roten Plattformen. Da ist der dritte Silberstern. Und wo ist jetzt der... Alter Mario, du Ehrenmann. Wo ist jetzt die letzten zwei? Die fehlen uns noch. Müssen wir nochmal nach hinten düsen. Und in diese Richtung hier. Ah ja, guck mal einer an. Hier ist einer. Oh, ich finde es so ätzend, hier zurückzulaufen, weil... Eieieiei. Wir haben hier halt die Kamera, die eindeutig in die andere Richtung ausgerichtet ist. Das ist ein bisschen ätzend. Und wir sehen halt nicht mal, wo wir hinlaufen, Alter. What the hell? Warte mal.
Hä? Da drüben. Ah, hier. Oder? Ja, hier nach hinten. Yes! Sauber. Haben wir alle. Sehr gut. Und jetzt müssen wir nur wieder halt zurückkommen. Na gut. Nein! Willst du mich verarschen? Nein! Man könnte meinen, ich habe es extra gemacht. Tatsächlich nicht. Ich bin wirklich so lost. Zweiter Stern wandert auf unser Konto. Wunderbar. Die Zuckerschneegalaxie ist als nächstes dran. Na, da bin ich aber mal gespannt, was es hier Schönes gibt in der Zuckerschneegalaxie. Die sieht ziemlich interesting aus. Alles Gute zum Geburtstag, Mario. Was? Mario hat Geburtstag? Nee, das ist erst im September, in ungefähr einem Monat. Das dauert noch. Und dann hoffe ich auf die Mario 3D Collection. Man darf ja hoffen. Komplett falsch können die ganzen Leute ja nicht liegen, oder? Na komm. Also, würde ich ein bisschen weird finden, wenn da alle, ja, Gerüchte falsch sind. Würde ich ein bisschen weird finden. Aber wir werden es dann ja sehen, ob Nintendo wieder mal einen Direct raushaut oder es einfach wieder auf Twitter ankündigt oder keine Ahnung, was sie machen. Die sind ja derzeit sowieso komplett lost, was das angeht. Okay, da geht es anscheinend noch nicht hin. Vielleicht müssen wir da später hin. Huch, Waffeln. Sauber. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Richtig geile Eiswaffeln. Und auf dem Eis hätte ich auch Bock. Wie wäre es mit einem Eis mit Eiswaffeln? Boah, Alter, auf die Kombination ist noch niemand gekommen, oder? Eis mit Eiswaffeln. Ey, leck mich doch. Eis mit Eiswaffeln. Crazy Combination, Alter. Das sage ich euch. Habt ihr das schon mal probiert? Nee. Habe ich gerade erfunden, die Kombination. Tü-tü-tü. Halbzeitflagge haben wir schon mal. Nein, 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 nein. Du komische Eisfledermaus. Geh weg. Geh weg. Wir... Oh Gott. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Du machst dir sicherlich nichts. So, ein paar Münzen sammeln kann nie schaden. Vielleicht gibt es ja hier wie heißen die Dinger denn? Ach so, ja, genau. Nein, wie heißen die? Luma, genau. Ein Luma, vielleicht gibt es den hier ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich mache das nur wegen der Kometenmünze, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Eieieiei. Oh mein Gott. Aha. Oh. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Holy shit, was war das gerade? Okay, Mario, was? Noch eine Halbzeitflagge? Was? Gab's das im Original-Game? Zwei Halbzeitflaggen in einem Level? Crazy. Müssen wir alle Kerzen auspusten. Dadurch, dass der Hacker halt deutsch ist, haben wir hier eben auch deutsche Titel für die Sterne und so weiter. Das ist ziemlich nice, das gefällt mir. Und wir haben es geschafft. Tatsächlich, alle Kerzen auspusten war des Rätsels Lösung. Na, dann würde ich sagen, weil es gerade so gut läuft und weil es der erste Part ist, beenden wir noch nicht, sondern holen uns auch noch den vierten Stern. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir können auf jeden Fall weiterreisen, aber wie gesagt... Oh, ein Komet! In der Weltallgartengalaxie. Will ich den Kometen machen? Ich glaube, wir machen mal den Kometen. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Sache, weil der Komet ist ja nicht dauerhaft da. Kometenalarm. Was für einen Kometen haben wir denn hier? Beeilung, der verlorene Sohn. Du Sohn. Auf jeden Fall ist es eine Zeit-Challenge. Okay. Ja, also müssen wir einfach nur Speedrun-mäßig hier durch. Alles klar. Dann würde ich sagen, gibt es jetzt mal einen Zeitraffer mit geiler Musik für euch. Nice. What the hell? What? Das ist ein anderer Bossfight. Damn it. Oh Gott, das ist der andere Bossfight. Shit. Shit. Das ist aber gar nicht gut.
Als ob das jetzt ein anderer Bossfight ist. Alter. Das finde ich jetzt aber nicht nice. Okay, da haben wir ihm das erste Mal gegeben. Oh, shit. Ich hoffe, das klappt zeitlich. No, what? Wir müssen ihm nochmal die ganze Schale abnehmen. Das wusste ich gar nicht mehr. Damn it. Warte mal, wo ist denn hier noch eine Uhr? Da ist noch eine Uhr. Okay, Bro. Okay, Bro. Okay, Bro. Boots! Okay. Stopp die Zeit, bitte. Yes! Oh mein Gott. Holy shit. Das war close. Alter, stellt euch vor, jetzt wird die Zeit noch weiterlaufen. Okay, der Komet hat es in sich. Das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, ich gehe jetzt easy peasy durch mit der Zeit-Challenge. Gar kein Thema. What the fuck? Okay. Das ist interesting. Na gut, aber wir haben nichtsdestotrotz den vierten Stern nach Hause geholt und damit die Galaxie komplettiert. Alles klar, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne auch ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet. Und dann würde ich sagen, macht Mario noch ein paar Backflips hier. Na komm, Mario, sag ich doch. Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke an meine MVP-Kanalmitglieder GalaxyFan, Missy, Yoshi und Homie. Wenn auch ihr hier genannt werden wollt, müsst ihr einfach nur MVP-Kanalmitglied werden.